Du hast gesagt, der Vater ist einigermaßen normal? Ja. Wie sieht der eigentlich ohne T-Shirt aus? Das ist eine komische Figur. Oh mein, jetzt hab's das weggemacht. Nee, ich mach's gleich rückgängig. Der hat so eine Figur irgendwie, ne? Das wäre jetzt eine normale Figur. T-Shirt so zerrissen, finde ich bestimmt. Ja, ja, Bionado, du bist schuld. Nee. Mach zurück. Ja. Oh, so sieht er aus wie ein Mensch. Der andere sah aus wie so eine Wahr. Ja, wenn er das dann hat. Echt jetzt? Oh. Gott, das sieht ja echt künstlich aus. Mhm. Ja. Immer ruhig oben die Papi-Figur. Ja? Ich glaube, ich hätte das weiter. Ja, das fand ich besser. Ja, lass mal so. Tattoos, Tattoos! Komm, wir können uns bei dem austoben. Guck mal da, dieses Herzsymbol da, siehst du das? Ja. Wir können uns bei dem austoben. Wir geben dem ein paar Tattoos. So. Aber wenigstens den gleichen Stil. Sonst sieht das ja total furchtbar aus. Ich habe übrigens geträumt, dass du mit solchen Tattoos nach Hause kommst. Ja, cool. Cool? Andere Seite musst du auch noch. Nein, du hattest die Dinger überall. Das passt nicht. Nimm mal das daneben. Das ist ein anderer Stil. Ja. So ungefähr, aber bei dir war noch der Bauch und der Rücken und überhaupt alles. Okay. Dann habe ich mir die Papiere geholt. Ich habe gesagt, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Ist egal, was du tust. Da hilft nicht mal Schminke. Aber ein bisschen übertrieben mit den Tattoos. Nee, lass mal. Das erste Outfit finde ich cool. Die anderen kannst du machen. Nö, nö, nö. Ich benenne ihn jetzt mal. Er läuft doch immer barfuß. Das ist der Typ, der immer barfuß läuft, außer im Winter. Das ist ein richtiger... Oh, ich mag die Natur nicht, aber meine Füße mögen auch keine Schuhe. Wie mache ich die Schuhe weg? Du gehst auf Schuhe ganz links. Immer nach links, genau. Okay. Aber da kann von Klopapier. Der ist also nicht mit der Verwandt, mit der Tochter. Na doch, kannst du einstellen. Mach mal von Klopapier. Die ganze Männer jetzt wegen Hefos nennen oder so. Soll ich dir zeigen, wo man das macht mit der? Bevor wir es vergessen, und zwar gehst du hier rauf. Ja. Und dann kannst du hier die Beziehung bearbeiten, kannst anklicken, was die beiden für ihn sind. Das kann ja auch seine Schwester sein oder so. Wenn sie so eine Seelenromantikerin ist, wäre das vielleicht sehr einfacher, wenn es seine Schwester ist. Dann kann die sich nämlich durch die Gegend kennenlernen. Wie mache ich das mal hier, wa? Ja. Dann wäre das andere nämlich seine Nichte und nicht seine Tochter. Okay. Gut. Dann, naja, könnt ihr auch nicht im gleichen Bett schlafen. Die anderen Klamotten. Obwohl, das ist ja bei der egal. Aber Mutter und Kind können im gleichen Bett schlafen. Ja, Standard. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, voll der Hippie-Bruder, ey. Ey, der sieht aus, als wäre er auf dem Marsch durch die Wüste. Würde ab und zu mal singen, oder? Ja. Kann man das Ding auch noch... Hat sie noch einen Bambusrock dazu? Ne? Sieht alles noch schlimmer.
nach links zu mir schon. Socken aus. Mensch, jetzt hat er noch Socken an. Wie? Hier? Einfach bei den anderen eins runter, da das Kreuz. Okay. Das ist schon ordentlich furchtbar. Das ist jetzt die Sportkleidung. Ja, das ist okay. Ich mal braucht die Schuhe. Einfach nur so, weil wir können. Ich glaube, da klingelt was. Ja. Was mache ich denn da? Ich musste gerade ein bisschen nach hinten schauen. Unsere Katze hat mal wieder irgendwas gemacht. Ja, das nehme ich so. Das ist jetzt die Schlafkleidung. Ne, da brauche ich keine Schuhe. Was haben wir hier? Die Ausgehkleidung. Das Oberteil ist in Ordnung. Fetischparty oder was? Oh Gott! Ja, das ist in Ordnung. Gib ihm da noch die Nietenhose da unten. Nee, der Rock die will ich nicht machen. Ich würde dann diese Nietenhose dann nehmen. Weiter runter da. Ja. Und die jetzt irgendwie in schwarz, ja. Die gibt's bestimmt auch noch und peinlich. Jetzt sieht er wirklich aus, als würde er so eine Springerstiefel. Also hat er ernsthafte Probleme mit seinem Modegeschmack und seiner letzten Brille. So. Warum? Oh Gott, wie furchtbar. Ich muss wieder. Nee, bei. Gute Frage, warum? Outfit-Kategorie. Gehen wir darauf? Ja, jetzt klick mal alle an, dann hast du eine Auswahl. Okay. Aber dann müsstest du eigentlich noch so einen Rocker hier nehmen, oder? Ich weiß nicht warum, aber dann passt das irgendwie doch nicht. Schönen guten Tag. Ich bin der Hardcore-Rocker. So sieht der irgendwie aus. Ja, die Steppjacke, nimm mal die rot-weiße da. Hier? Ne, jetzt drüber. Ja, so wie es ist. Nimm die mal kurz, ich will mal wissen, wie das aussieht mit dem Hut. Na gut, lass mal so. Das ist die Badekleidung. Würde ich so lassen, das ist ja nicht spektakulär. Kann sie natürlich auch so was Rotes mit Blumen geben oder so. So, voll auf 70er Jahresstil. Mm. Und dann auch noch ein Rot. Ja. Du musst aber eine schöne halbe Pampe im Hose in der Hose. So. Oh Gott. Heiße Outfits, ja, da kannst du ihm gleich das nochmal anziehen, wirklich. Dann macht doch oben T-Shirt und dann auch wieder mit seiner Pornohose. Also wenn eklig, dann richtig. So. Guck dir deine Nase an. Oh Gott, zoom mal ran. Zoom mal ran. Mach das weg. Hast du das mit Absicht gemacht? Das hat er so eingestellt. Mach das weg! Das ist schlimmer als ein Unfall. Nö. Musst du einfach bei den Outfit-Kategorien wieder schummeln. Da, Badekleidung. Das war eine Badehose. Ey, ich würde ihm da eiskalt nochmal diese Tiger-Schlüpfer geben. Dann nimm da ein paar Sachen raus bei der Kategorie. Je mehr du anklickst, desto länger suchst du natürlich auch. Ja, ich weiß. Bei kaltem Wetter sind die nämlich definitiv nicht drin. Ah, Kleidung ist das auch nicht. Und jetzt guckst du nochmal. Party bestimmt auch nicht. Jetzt geh mal auf Häkchen für okay. So, und da guck mal, da kannst du noch feiner filtern. Bei den Hosenlängen. Herzchenhose wäre auch geil. Immer Herzchenhose daneben.
Immer wenn es heiß ist, gehe ich nackig raus. Oh, bei mir brennt so ein Schritt, Herr Feuerwehrmann. So. Die kalte Kleidung. Schuhe muss ihm ausziehen. Er darf nur Winterschuhe tragen, ansonsten ist das Tabu für ihn. Er hat seine Hose und Tattoos.